Hallo und herzlich willkommen hier bei American Truck Simulator. Wir sind da schon wieder auf dem Highway unterwegs. Wir transportieren gerade Gas. Haben immer noch keinen eigenen Lastwagen. Aber das soll sich nach diesem Auftrag ändern. Da wollen wir uns einen eigenen kaufen. Wollen wir uns hoch verschulden und unser eigenes Geld verdienen, anstatt uns zu vermieten. Und wir haben leider bloß zwei Händler bis jetzt freigeschalten, wo wir unsere Fahrzeuge kaufen können. Aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Und es ist noch schwierig, wenn man bloß als Fahrer hier unterwegs ist, da noch irgendwie Händler freizuschalten, wenn man da immer einen riesen Anhänger mit sich führt. Ja, aber unser Lastwagen, oder den ich haben will, den habe ich mir eh schon ausgesucht. Und da sollte dann eigentlich unser Geld und ein kleinerer Kredit ausreichen, um diesen zu erwerben. So, wir haben noch Auftrag abbrechen. Wieso Auftrag abbrechen? Was habe ich jetzt gemacht? Ich will nicht den Auftrag abbrechen. Nächste Pause 10 Stunden. Was habe ich jetzt da wieder gedrückt? Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich gedrückt. Muss da einfach nochmal irgendwo rechts ranfahren. Und da nochmal schauen, was ich da gemacht habe. Mit dem Navi. Oder wir fahren einfach und nehmen das Navi vom Lastwagen. Das geht ja natürlich auch. Das ist eigentlich groß genug. So, was haben wir? Jetzt wissen wir nicht mehr, wie weit wir noch fahren müssen. Oh, ein alter Straßenkreuzer hat uns gerade da überholt. Da sieht man wieder, damit wir da im Amiland sind. Ich bin irgendwie zu schnell, das kann ich sehen. Wir haben 42.000 Dollar verdient bis jetzt. Und so ein Lastwagen kostet etwa 150.000 Dollar. So die billige Variante. So, wir müssen da noch geradeaus. So, was habe ich jetzt da wieder gedrückt? Seitenspiegel, Router. F3. Und ich bin wahrscheinlich, muss da F5 drücken. Genau. Und es ist schon lang rot und jetzt haben wir aber, ist schon lang grün und jetzt ist wieder rot. So rum. Neben uns ein fettes Wohnmobil. Hi Leute. Wo geht ihr denn hin? Gar keiner drin, oder was? Okay, weiter geht's. Was macht der da? Nimmt der mir wieder die Vorfahrt? Letztes Mal da voll einer reingefahren. Das wäre nicht so günstig. Wir haben Gas hinten dran geladen. Das gibt dann einen Knall und dann sind wir alle weg. So, wir müssen darüber. Wir müssen gleich mal abbiegen.
Okay, wir warten lieber, bevor das wirklich noch einen Knall gibt. Dort auf dem Navi sehen wir, damit ihr da eine Werkstatt in der Nähe ist und eigentlich einen großen oder eine Pause machen können. Schlafplätze, Parkplätze wahrscheinlich. So, grün. Lasst uns fahren. Und rum, 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 rum. Wir bleiben gleich auf der linken Spur. Wir müssen dann gleich wieder links abbiegen. Jetzt sehen wir auch noch die Meilen. 125 Meilen haben wir noch vor uns. Wir haben Samstag, 4:16 Uhr am Nachmittag. Wer arbeitet denn am Samstag? Nur wir. So, wir haben wieder grün. Schauen wir, können wir gleich da abbiegen. Jawohl. So, ich glaube, wir sind da irgendwo im sonnigen Kalifornien unterwegs. Hinter uns ist ein Auto. Fährt er jetzt vorbei? Nein. Okay, dann fahren wir halt. So, und letztes Mal habe ich da das Radio laufen lassen nebenbei. Also echtes amerikanisches Live-Radio. Da hat natürlich YouTube gleich wieder geschrieben: Urheberrechtsverletzung und weiß ich. Also habe ich es diesmal mal ausgelassen. Letztes Mal war irgendwie auch der Ton ein wenig zu laut. Man hat mich nicht so gut verstanden. Jetzt fahren wir da, glaube ich, ans Meer vorbei. Kann das sein? Ja. Wir fahren da an der Küste lang. Das ist immer geil. Oh, wir sollten auch noch einen Blick auf die Straße werfen. Ab und zu. Aber sonst sind wir da an der Küste unterwegs. Hier war ich eigentlich auch noch nicht. Ja, wenn wir dann unseren eigenen Lastwagen haben, dann kann man dann irgendwann mal auch sinnlos durch die Gegend fahren, was jetzt natürlich noch nicht geht. So, da könnten wir eigentlich mal anhalten und baden gehen. So, lassen wir mal die Autos vorbei und schauen uns die nette Aussicht an. Okay, ich glaube, wir müssen wieder weiter. Wir wollen ja unser Ziel erreichen. Noch 93 Meilen. Wir verlassen jetzt, glaube ich, die Küste. Kommen jetzt noch an der Tankstelle vorbei als nächstes. Tanken müssen wir auch nicht. Später müssen wir unseren eigenen Lastwagen, müssen wir dann natürlich tanken. Müssen wir natürlich alles selber zahlen. Sind wir quasi allein selbstständig. Aber das ist denn schon besser. Ich glaube, ich bin ein bisschen schnell hier unterwegs. Erster Aufenthalt in Oxnard. Keine Ahnung, wie man das ausspricht hier. So, jetzt fahren wir da noch über eine Brücke, so wie es aussieht. Ja, da geht irgendein Fluss, geht da lang. Da ist das Meer. So, noch 70 Meilen. Der Weg zu unserem eigenen Lastwagen
Ist bald geschafft. Oh, super. Geblitzt, über die rote Ampel gefahren. So, hier, na, jetzt wird es nichts mehr mit den Lastwagen. Jetzt müssen wir hohe Buße zahlen. Jetzt hat sich das erledigt. Ich hab da gar nicht gesehen, wo ich da anhalten soll. Die spinnen doch, die Amis. Da fährt doch jeder, wie er will. So, wir sind immer noch an der Küste. Müssen jetzt da irgendwo, kommt da ein Abzweig. Ich weiß nicht, ob ich noch schaffe, den Blinker zu setzen. Wow, müsste dafür anhalten. So. Uiuiui. Wo geht's denn da hin? Komm ich da rum? Nur den Rückspiegel beachten. Oh, 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 oh. Ich glaube, das wird eng. Ich glaube, das wird nichts. Scheiße. Kommen sicher von hinten noch Autos? Nein. Gerade nicht. So, noch mal besser ausholen. Und da schön geschmeidig rumfahren. Schaffen wir es jetzt? Ich glaube, jetzt schaffen wir es. Jawohl. Das wird dann aber noch ein hartes Stück, wenn wir da so weiterfahren wollen. Aber das ist immer geil, hier am Strand lang fahren. Da möchte ich direkt wieder ans Meer. So, wir bleiben mal in der Ansicht. Da sehen wir noch was von unserer Umgebung hier. Ja, da will man doch direkt wieder Urlaub machen, wenn man das sieht. Das ist eigentlich eine Abkürzung. Darf ich überhaupt mit dem Lastwagen langfahren? Da wäre doch sicher noch eine andere Straße irgendwo lang gegangen. Ich habe schon geschaut, aber Pamela Anderson ist nicht am Strand, es ist noch niemand am Baden. Hier bei Baywatch. Oh, ein Gleitschirmflieger. Oder wird er mit dem Boot gezogen? Nein. Also ein Boot kann ich nicht sehen. Aber noch cool gemacht, so die Details, damit es dann auch überall Leute siehst du da ab und zu so, die da irgendwas machen und nicht bloß rumstehen oder laufen. Da sind, da fliegen die Vögel. Seht ihr das? Das doch mal ausgereift. Grafisch nicht, aber so ziemlich an alles gedacht wie im wahren Leben. So, wo muss ich denn jetzt? Oh, wollt ihr mich verarschen oder was? Hallo? Jetzt muss ich da hoch, oder was? Jetzt sind wir da bei den Neureichen? Ja, unser Kunde wartet. Ich kann da entweder wir kommen heil an oder gar nicht. Ich bin ja dabei, es sind noch. Boah, jetzt geht's ja bergauf. So, auf der
Auf dem Navi ist das Ziel schon in der Ferne zu sehen. Jetzt geht da irgendwie wieder Musik an. Warum, weiß ich auch nicht. Geht das automatisch oder was? Oder geht es dann einfach an, wenn das Ziel in der Nähe ist? So, das sind aber auch schmale Straßen hier. Wo wohnt denn da unser Kunde, wo wir das da hinbringen müssen? Hey. Am Arsch der Welt? Nein, am Meer. So, da ist ein Campingplatz. Die brauchen etwa nicht so viel Gas, wie ich dabei habe. Gar keine da, alle am Strand oder was, am Surfen. Was hier, ein Autokino oder was? Was für ein Area? Reset Area? Was für ein Area? Area 51? Nein. Ich hab's nicht mehr genau gelesen. Aber coole Aussicht hier. Aber ob wir da jemals wieder zurückfinden? So, sind immer noch 19 Meilen. Ich weiß nicht, wo wir da unterwegs sind. Zum Glück ist hier kein Verkehr. Da hinten ist irgendein Industriedingens. Wahrscheinlich muss ich dahin. So, da vorne wieder. Da müssen wir wieder nach links abbiegen. Stoppschild. Dann werden die Straßen wieder größer. Da ist frei. Und da auch. Und da immer noch. Oh. So, wir müssen da sicher zum Industriegebiet, wie das da aussieht. Geht bergauf. Es wird langsam Nacht. Wie spät haben wir es jetzt? Boah, wir waren schon weit unterwegs. Jetzt ist 7 Uhr 35 am Abend. Aber jetzt haben wir es gleich geschafft. Noch 5 läppische Meilen. Und dann haben wir unseren Feierabend verdient für heute. So, wo muss ich denn darauf? Hier vorne kann ich abbiegen, glaube ich. Mal langsam bremsen, bevor ich wieder alles kaputt fahre zum Schluss. Mal schauen, ob ich den Hydranten stehen lasse. So, haben wir unser Ziel erreicht. Nur noch ein parken. Das Beste kommt zum Schluss. So, wie viele Punkte gibt es denn da? 40. Wir versuchen es natürlich. Da hinten, okay. So, wir schalten Licht an. Ist gleich 8 Uhr am Abend. Die Zeit vergeht hier wie im Flug. So, hier rum. Und da einparkieren. Okay.
Das versuchen wir dann noch. Natürlich. Da lassen wir uns nicht lenken. Das gehört zum Truckerleben dazu. So. Langsam ist der Trick. Langsam fahren. Wenn ich mich jetzt konzentriere, bekomme ich sicher beim ersten Mal hin. Aber ich will den Mund nicht zu groß aufreißen. Langsam, habe ich gesagt. So sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Komm schon. Jawohl. So, Ziel erreicht, Auftrag erledigt. Verspätet, wieso bin ich verspätet? Bin doch gefahren wie ein Henker. Wie viele Minuten? Abzug für Unpünktlichkeit. 46 Minuten, wie schnell sollte ich denn da sein? Okay. Danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal gehen wir zu unserem Händler des Vertrauens und werden uns einen eigenen Laster kaufen. Dann kann uns der Chef am Arsch lecken, dann sind wir nämlich selber Chef. Dann können wir uns selber voll schnauzen, wenn das nicht funktioniert. Also, danke und bis zum nächsten Mal.